Hallo und herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix XXL2. So, im letzten Part haben wir ja hier uns den Weg hierher durchgebahnt und uns gleich schon mal an diesen, keine Ahnung wie viele Römer es sind, an diesen 100 hier versucht mit nur wenig Energie, glaube ich. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was im letzten Part sonst noch war. Ich glaube, wir haben uns den Weg mal wieder freischießen müssen. Hey, ich muss doch mal da was anderes machen. Den hole ich mal so. Und genau, jawohl. Krieg ich jetzt. Ja, da passiert irgendwas. Ja, weil der Himmelsteinregen, auf den habe ich gewartet im letzten Part, dass ich den machen kann. Denn, wie man hier wieder mal sehr schön sehen kann, das haut die Römer einfach so weg. So, machen wir hier noch ein paar Himmelsteine hin. Bam. Komm, haut sie weg. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Mehr Himmelsteinregen kommt nicht. Also müssen wir den Rest doch auf herkömmliche Art und Weise platt machen. Aber immerhin, von 100 nur noch 20 übrig, kann sich sehen lassen. Eine äußerst effektive, ja, Combo. Ja, muss ja für irgendwas gut sein, wenn man Zaubertrank trinkt. Komm her. Interaktives Zusammenarbeiten von Asterix und Obelix. So, peitschen wir uns den Rest hier noch weg. Weg mit euch. Ach so, ich spiele ja gerade Obelix, ja, Obelix. Noch schade. Naja, super. Na super. Komm, bam. Der muss doch weggehen hier. Komm. Wie kriege ich denn die am besten weg? Ja, hier müssten jetzt. Ach man, ey, die sind jetzt echt nervig. Komm, geh doch kaputt, ey. Komm, gehst du mal kaputt? Meine Fresse, warum geht er nicht kaputt? Ey, der steht wieder auf, der Drecksack. Oh nö. Das finde ich jetzt aber schade. Finde ich echt schade. Ja, komm, das habe ich schon gesehen. Brauchst du mir nicht nochmal zeigen? Ich weiß, dass da jetzt 100 Römer kommen. Und ich glaube, ich mache das jetzt hier mal anders. Ich muss hier eh erstmal ein paar kaputt hauen. So. Komm her. Ja, nicht den Geschenkrömer kaputt hauen. So. Komm, ich möchte jetzt etwas feurige Hände haben. Komm, Asterix. Krieg das doch mal hin hier jetzt. Wann kriegt man endlich feurige Hände? Ah, jetzt. Dann los geht's. Zaubertrank. Dann machen wir jetzt doch gleich noch einmal hier diese Kombo. Und dann sollte ich gleich einfach am besten wieder auf Asterix umschwenken. Damit, ja, wenn ich Obelix spiele, dann kommt kein Zaubertrank. Obelix darf ja nicht. Denn Obelix ist in den kleinen Kessel, als kleines Kind in den großen Kessel gefallen. So, dann ist erstmal wieder auf Asterix wechseln. Und den da haue ich erstmal ganz weg. Na? Komm, Asterix. Ah, falsche Taste gedrückt. Mist, so ein Blödsinn hier. So, jetzt habe ich mir natürlich einen Schild verschenkt. Komm her. Den hau ich auch weg und den hau ich weg. So. So, was gibt's zum Geschenken? Na, will ich nicht. Vor allem nicht, wenn ich auf Obelix wechseln muss. Stopp. Hau weg die Scheiße. Los, weg damit. Ich hätte gerne nochmal Zaubertrank. Wäre das vielleicht irgendwie möglich? Es wäre echt nice, wenn ich nochmal Zaubertrank bekäme. So, Zaubertrank. Ja, da ist einer. Weg damit. Komm her. Und zack. Und da ist er, der Zaubertrank. Jawohl. Jawohl, ja. Und dann machen wir jetzt hier den Rest. Inklusive diese blöden.
So weg. So, das, ich hoffe, da bleibt. Komm, jetzt müssen wir noch heilen. Ich muss glatt machen. Ich glaub, weg damit. Wo ist der letzte? Den finden wir auch noch. Weg damit. Okay, den kriegen wir so kaputt. Komm. Kriegen wir das endlich mal gebacken? Jawoll. Es geht doch. Und ja, ich wieder mal eine. Einen Römer zu fragen, wo es hier leckeres ist. Erstmal auf Asterix wechseln. Und dann holen wir uns mal hier die Energie, die da rumliegt. Ja, viel war es ja jetzt nicht. Und hier. Komm her, noch eins. Toll. Oh, das sind ja dicke Helme drin in den Kisten. Gut, dann jetzt erstmal umgucken, wo ist denn hier. Da ist ein Schild. Krieg ich den irgendwie? Naja, egal. Gehen wir mal, wo ist denn die. Ah, da ist der Durchgang. Gut. Dann schauen wir uns da mal noch um. Was kriegen wir hier? Da haben wir hier Kisten. Ach, und da ist ein Schild. Ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn aufgesammelt. Ja. Habe ihn aufgesammelt. Dann gehen wir mal in die Plattform rein. Die funktioniert alleine. Ohne dass Obelix sie benutzen muss. Okay. Oh, war ja. Oh, war ja. Ja, ich kann mich erinnern, hier muss ich jetzt mich beeilen. Das heißt, erstmal hier rüber. Dann da hoch. Ja, wenn das immer klappen würde. Und dann da hoch. Und hier. Oh, das hat gut geklappt eben. Oh, nein, das hat nicht gut geklappt. Na, komm her. Asterix. Danke. Okay, dann klappt das jetzt erstmal. Na, das ist mir jetzt wurscht. Ich mache hier jetzt mal schnell. Und klappt's noch? Klappt's noch? Klappt's noch? Nein! Das war jetzt gemein hier. Ganz kurz vorm Ziel. Da ich auch. Nein. Kann ich da schnell wieder runter? Nein, kann ich auch nicht. Dann müssen wir halt den langen Weg nehmen. Ja komm, leck mich doch am Bubbeslöschelchen. Gut, dann machen wir hier nochmal auf. Das war jetzt gemein. So kurz vorm Ziel. Ich darf wirklich nicht groß hängen bleiben irgendwie. Okay, dann machen wir es jetzt noch einmal. Und zack. Da bin ich oben und da komme ich auch hoch. Los. Ach, du Sack. Du Sack, fast. So. Ach, meine Fresse. Diese Fässer. Ach, das hat geklappt. So. Dann. Ach, Mann, du blödes Fass. Hör doch auf. Gut. So, jetzt aber. Das muss doch jetzt klappen. Das klappt, das klappt, das klappt. Jawohl, bravo, ihr habt euch folgenden Diamanthelm besorgt. Rekordaufstieg. Gut, was muss ich dann da als nächstes machen? Da in diese Plattform rein. Und was passiert da? Oh, oh Gott. Ich befürchte Schlimmes. Wir können hier mal wieder. Oh, 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 oh. Da müssen wir runter. Und irgendwo ist doch da auch noch ein Diamanthelm. Jawohl! Bravo, ihr habt euch folgenden Diamanthelm besorgt. Die Träne des linken Auges. Yeah! Jawohl! Und nu? Es geht das Maul auf. Gut, aber bevor wir da reinspazieren, würde ich sagen, speichern wir doch mal fix ab. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part, denke ich. Also, macht's gut und ciao.